Hallo und damit herzlich willkommen hier aus der Commerzbank Arena. Hier in FIFA heißt sie nur Waldstadion, weil die Commerzbank Arena ja leider nicht lizenziert ist. Trotzdem freue ich mich, zum zweiten Teil des zweiten Spieltags euch zu begrüßen. Zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen den SV Werder Bremen. Frankfurt hat zum Auftakt 1:3 verloren und hat dementsprechend auch einige Änderungen gemacht. Hasebe in der 6er, 8er Position, wie auch immer. Lecky auf den Flügelpositionen und vorne Rufen Hennings in der Startformation. An der Seite seht ihr natürlich auch immer die Bankspieler. Bremen zum Auftakt mit einem 1:1 gegen Hannover 96 und Mürbi. Damit war man durchaus zufrieden. Und deswegen gab es auch im Vergleich zum letzten Spiel keine Änderungen. So sieht die Mannschaft von Werder Bremen aus im 4-1-4-1-System. Ja, ich hoffe, ihr habt auch schon die erste Folge des zweiten Spieltags gesehen. Unter anderem mit der spektakulären Partie 1899 Hoffenheim gegen den Sportclub Freiburg. Natürlich hoffen wir, dass wir auch hier in dieser Folge ähnlich viele Tore sehen werden. Denn ganz klar, ich habe es ja immer gesagt, alle Mannschaften sind relativ gleich stark, auch wenn ich Mannschaften wie Werder Bremen im Abstiegskampf dieses Jahr sehe und Mannschaften wie Eintracht Frankfurt eher doch international im Geschäft sehe. Sollte euch das Projekt übrigens so sehr gefallen, dann würden wir das sogar nächstes Jahr wieder machen und würden dann sogar die Champions League mit reinnehmen. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt geht's los mit dem Spiel Frankfurt gegen Werder Bremen. Erste Chance geht an die Eintracht. Die spielt von links nach rechts in Schwarz. Hier mit der ersten Chance durch Makoto Hasebe. Der war im ersten Spiel, kam er nur von der Bank. Und hier klärt Askar Sibar, der spielt ja im Real Life beim VfB Stuttgart, hier jetzt bei Werder Bremen. Die erste Chance dann für den SV Werder Bremen. Aber das ist natürlich kein Problem für Torhüter Frank Baumann. Dann wieder die Eintracht im Gegenzug mit Messi Ulecki und dem 1:0. Nicht mal eine Viertelstunde ist rum und Messi Ulecki macht das 1:0. Auch einer der drei Neuen heute in der Startformation. Und genau der macht das Tor hier. Matthew Lecky, viel zu viel Platz über den Flügel, zieht ins Zentrum. Und dann mit diesem wunderschönen Schlenzer oben ins Eck. Keine Chance für Gulaschi. Kramaric duckt sich auch noch perfekt weg. Da haben die Bremer in der Abwehr mächtig gepennt. Und so sagt Matthew Lecky, Dankeschön. Erstes Saisontor logischerweise nach dem schwachen Spiel der Frankfurter im ersten Spiel. Da hat er ja nur Ginczek getroffen. Wir springen dann schon in die 35. Spielminute. Es gibt Eckball für den SV Werder Bremen. Bis dahin noch keine wirklich gefährliche Aktion der Bremer. Hier kommt mal eine Flanke rein. Und in der Mitte steigt Lukas Piszczek am höchsten. Der Kapitän der Bremer. Mit der nächsten Chance. In der zweiten Halbzeit wurde Bremen dann etwas stärker. Machte mehr und Augustinsson. Augustin mit der nächsten Chance für die Bremer. Bremen wurde jetzt etwas besser. Hannover, Frankfurt musste kommen mit dem eingewechselten Pascal Köpke. Letztes Jahr Aue, Real-Life-Spieler Hertha. Hier Eintracht Frankfurt. Kramaric und dann Pascal Köpke. Aber das ist auch kein Problem für Peter Gulaschi. Nächste Chance dann wieder Bremen. Und dann, Achtung, was macht denn Santiago Askar Sibara? Ein riesen Blackout des Argentiniers. Und er sieht hier zu Recht die rote Karte. Völlig ohne Not. Dieses Foul hier von Askar Sibara gegen Abraham. Auch wenn man sagen muss, muss das wirklich rote Karte geben? Ich finde etwas zu hart, die Entscheidung ist unparteiisch. Ich finde, Gelb hätte genügt. Und so wurde die Partie völlig unnötig. Es gab sogar noch mal drei gelbe Karten. Zwei gelbe Karten auf Frankfurter Seite. Eine noch auf Bremer Seite. Die eine gelbe Karte für den Guzman habt ihr oben gesehen. Die Partie wurde etwas härter. Der Spielfluss ging komplett verloren mit der roten Karte. Aber dann kam nochmal Frankfurt kurz vor Schluss mit André Kramaric.
Der Vize-Weltmeister knipst dann doch noch kurz vor Ende des Spiels. Bremen machte auf und so gab es Räume für die Eintracht zum Kontern. Und einer davon nutzte André Kramaric zur Vorentscheidung. Klasse gespielt von Matthew Lecky, der machte ein super Spiel, bedient hier in der Mitte Kramaric. Aber wo ist Salcedo? Wo ist Willi Orban? Da hat André Kramaric viel zu viel Platz und sowas lässt er sich natürlich nicht nehmen. Dann war halt auch Schluss. Die Eintracht gewinnt am Ende durchaus verdient mit 2:0. Weil sich die Bremer dann am Ende selber schwächten mit dieser roten Karte, eine unnötige rote Karte. Die Bremer waren durchaus engagiert, hier sogar noch den Ausgleich zu erzielen. Aber durch die rote Karte war dann spätestens klar, das geht an die Eintracht. Und spätestens dann mit dem 2:0 war die Partie entschieden. Frankfurt schickt Bremen mit 2:0 an diesem Samstag. Weiter geht es mit den FC Augsburg empfängen zu Hause Borussia Mönchengladbach. Augsburg mit dem 1:0 Auswärtserfolg gegen Fortuna Düsseldorf, von der Mannschaft, von der ich immer noch der Meinung bin, dass sie die beste Abwehr der kompletten Liga hat und es wird schwer sein, sie zu knacken. Heute versucht sich Gladbach gegen dieses Abwehrbollwerk. Hingegen die Borussia aus Gladbach, die mit 3:4 verloren hatten gegen Bayer 04 Leverkusen, ein Abstiegskandidat gegen eine Mannschaft, die vielleicht man im Mittelfeld ansiedeln könnte, durchaus enttäuschend. Wo Augsburg am Ende landen wird, bin ich mir immer noch nicht sicher. Mannschaft ist defensiv Weltklasse, offensiv es ist Abstiegskampf, das wird man sehen, was die Saison bringen tut. Das ist Gladbach mit einigen Änderungen in der Startformation. Zum Beispiel Rashica, der hat gegen Leverkusen gut gespielt und spielt deswegen auch heute von Beginn an statt des deutschen Nationalspielers Marc Uth. Klar, man wird sehr gespannt sein, wer hier wer hier die bessere Mannschaft am Ende sein wird. Entweder die stabilisierenden, defensiven Augsburger oder das Sakhakiri-Team aus Gladbach, die aus einer 2:0-Führung und einer 3:1-Führung denn am Ende trotzdem noch 3:4 verloren hat. Damit geht's los. Augsburg in Weiß und Gladbach in Schwarz. Augsburg in der ersten Halbzeit von links nach rechts. Wir springen gleich mal in die dritte Minute. Die erste Chance gegen Patrick Herrmann. Eigentlich ja Borussia Mönchengladbach. Dann Freistoß. Alaba und da ist Davy Selke. Und aus dem Rückraum nochmal am Solai. Aber da sieht man, dass die Offensive der Augsburger nicht gut ist hier. Mit etwas Glück landet der Ball bei Adam Solai. Aber der kann die dann nicht richtig drücken, rutscht ihn so ein bisschen über den Fuß und deswegen sieht das so etwas unglücklich aus. Von Augsburg kam ein bisschen wenig, Gladbach beißt da auf Granit und so kam diese Ecke zustande und am zweiten Pfosten Martin Hinteregger mit dem 1:0. Spielminute, Augsburg führt die Ecke, Kopfball Adam Solai und am zweiten Pfosten steht Martin Hinteregger und da sieht Milot Rashica nicht gut aus und Hinteregger macht das dann top. Gladbach beißt so ein bisschen auf Granit auf die Augsburger Defensive, kam nicht durch und Augsburg, wie schon gegen Düsseldorf, einfach eiskalt, aber dann kam plötzlich Gladbach mit Alea, schon in der 47. Spielminute. Gladbach wurde besser, Milot Rashica, Alea und da ist Thiago. Nächste dicke Chance für die Borussia. Klar, zwei Niederlagen in Folge. Das darf eigentlich so nicht passieren aus Gladbacher Sicht. Das wäre zu wenig. Nächste Ecke, wieder Augsburg und wieder gefährlich. Aber dann nochmal aus dem Rückraum
Wieder Martin Hütteregger und wieder wird's gefährlich. Besonders nach Standards gefährlich die Augsburger, aber auch nach Kontern wie Delaney und Jonas Hoffmann. Was macht der denn da? Das gibt's doch gar nicht. Das muss das 2:0 sein. Aber er spielt ja im Real Life auch für Gladbach. Vielleicht hat er ihn deswegen versemmelt. Dann nochmal Florian Kainz und der Mitte Tokwonji. Nächste 100%ige, dieses Mal für Borussia Mönchengladbach. Letzten Sekunden laufen sogar schon. Gladbach hatte Probleme und Kainz nochmal, weil das war's dann. Ein ganz schwaches Spiel von Gladbach. Einfach weil sie an der Defensive nicht vorbeikamen. Viel zu wenig Initiative in der Offensive hatten. Und eine Standardsituation diese Partie entschied. Auf beiden Seiten gab es in der zweiten Halbzeit 100%ige. Es hätte durchaus 2:1 enden können. So bleibt Augsburg weiterhin die einzigste Bundesligamannschaft, die weiter noch ohne Gegentor ist nach 2 Spielen. Augsburg schlägt Gladbach mit 1:0. Und da sind wir auch schon beim letzten Spiel dieses heutigen Tages. Der erste FC Nürnberg empfängt im eigenen Stadion den FSV Mainz 05. Und beide Mannschaften sind super in die Saison reingekommen. Nürnberg mit einem 2:2 gegen durchaus favorisierte Klubbacher, gegen durchaus starke Berliner. Ein 2:2 für den ersten FC Nürnberg war ein absoluter Erfolg. Bei Mainz lief es sogar noch besser. Die haben gleich mal sich die Tabellenführung erobert mit einem souveränen, locker leichten 3:0 gegen den VfB Stuttgart. Deswegen konnte man schon vor diesem zweiten Spieltag sagen, das ist durchaus, wenn man das, den ersten Spieltag betrachtet, durchaus eine Spitzenpartie, weil, wie gesagt, beide Mannschaften durchaus zu überraschen wussten und durch wunderschönen Spielwitz immer wieder zu guten Aktionen kamen und so beide Mannschaften am ersten Spieltag zu überzeugen wussten. Dadurch, dass beide Mannschaften so erfolgreich gespielt hat, erklärt sich die Startaufstellung von beiden Mannschaften relativ einfach, denn beide Mannschaften haben in ihrem Grundsystem und auch in ihrer Personallage nichts verändert, besonders weil natürlich auch keine großartigen Verletzungen vorlagen, konnten beide aus den Vollen schöpfen. Das ist zwar auf der einen Seite beim ersten FC Nürnberg der Fall, aber auch auf der Gegenseite beim FSV Mainz 05. Interessante Gegenlage natürlich auch. René Adler spielt im Real Life für den FSV Mainz 05 und spielt nun gegen den FSV Mainz 05 im Trikot des ersten FC Nürnberg. Die Spielpaarung hat es so gewollt. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Nürnberg in Weinrot, Mainz in Himmelblau. Nürnberg in der ersten Halbzeit von links nach rechts mit der ersten Möglichkeit. Das ist Max Kruse, hat per Elfmeter getroffen. Hier mit der ersten halbgaren Chance. Mainz dann mit der Chance. Mainz spielte zu Beginn relativ ordentlich und frisch. In die Ecke und das Stasic und Suazerla 1:0. Suazerla hat das 3:0 gegen Stuttgart erzielt. Und hier das 1:0 für den FSV Mainz 05. Nürnberg spielte zu Beginn der Partie nicht gut, hatte seine Probleme. Und Nürnberg eiskalt. Hier Suazerla. Und der macht das Ding dann auch eiskalt rein. Schickt lang einfach davon und schiebt den dann schön ins lange Eck. Aber nach so einer Ecke ein Spieler für wie Suazerla so blank stehen zu lassen, ist dann doch hochgradig fahrlässig von der Nürnberger Defensive. Dann Nürnberg, das Spiel wurde jetzt etwas munterer, weil ab der 25. Minute Nürnberg wieder aufwachte. Und das sieht man hier, Kruse, klasse Zuspiel von Arangis. Aber im Tor steht dann auch noch ein Torhüter wie Michael Esser, der dann solche Chancen verhindert. Ecke dann Darida, 35. Spielminute, Ball wird abgeblockt, aber der zweite Ball wird nochmal richtig gefährlich. Pulisic, Kruse, Pulisic, 1:1, Ausgleich Nürnberg. Der Rebound zum 1:1 Ausgleich, zu diesem Zeitpunkt auch völlig okay, weil Nürnberg ab der 25. Minute endlich
angekommen war hier im eigenen Heimspiel. Und der Ausgleich, nur die logische Folge, das erste Gegentor für den FSV Mainz 05 in dieser Bundesliga-Saison. Christian Pulisic mit seinem ersten Saisontreffer. Am ersten Spieltag holt er nur, Anführungsstrichen, nur einen Elfmeter raus. Und jetzt sein erstes Tor. Nürnberg blieb aber bissig und dran. Mainz ist etwas unter Schock. Und das für Bartels. Auch ebenfalls ein Bremer. Und Michael Hesser kriegt da noch die Fingerspitzen dran. Und lenkt den Ball so zur Ecke. Ja, klasse. Aber ein Spieler mit der Qualität von Finn Bartels kann den Ball auch schon mal machen. Dann kam noch mal Maxi Engelstein kurz nach der Pause und Stindl. Partie jetzt insgesamt ausgeglichen. Kajubi, spektakulär Pass seitfalls hier genau in den Lauf von Bartels. Bartels, klasse gemacht. Leimer und Akanji mit dem Eigentor. Ein klasse Angriff des ersten FC Nürnberg. Aber es hätte kein Tor verdient. Aber Akanji sagt sich, hey, das war so klasse gespielt. Dafür müsst ihr ein Tor. Leimer, das war super direkter Name. Und was Akanji dann da macht, das wird sein Geheimnis bleiben. Was macht Akanji da eigentlich? Esther, den hat er eigentlich sicher. Und dann schiebt Akanji den Ball einfach über die Linie. Nochmal Nürnberg, die wollten jetzt drauflegen. Nürnberg jetzt die bessere Mannschaft. Die waren hier gewillt, das 3:1 zu machen und den Deckel hier draufzusetzen. Aber Nürnberg wurde hinten relativ lückenhaft und das nutzt Füllkrug. Niklas Füllkrug, 79. Spielminute, wie aus dem Nichts. Der 2:2 Ausgleichstreffer für den FSV Mainz 05. Hier nochmal das klasse Zuspiel und Füllkrug, der das genau erkennt, genau perfekt startet. Bartschuber und Hakimi sehen da nicht gut aus. Und wie Füllkrug, den der da macht, ist natürlich super. Das ist seine große Qualität, dafür wollte Gladbach auch im Sommer ganze 18 Millionen auf den Tisch legen. Nur trotzdem haben sie ihn von Hannover 96 nicht loseisen können. Letzten Minuten laufen schon Nürnberg die bessere Mannschaft, aber dann war auch Schluss. Der FSV Mainz 05 spielt im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Nürnberg 2:2. Am Ende ein glückliches Unentschieden aus Sicht der 05er, denn Nürnberg besonders ab der zweiten Halbzeit die bessere und aktivere Mannschaft. Trotzdem nur 2:2. Das war es auch mit dieser Folge. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, euer Flui. Daumen hoch wäre natürlich sehr freudhaft. Und natürlich Abos und Glocke ist natürlich auch immer wünschenswert. Bis dahin und ciao.